irgendein Spielerset. Und was daraus kommt, wird jetzt auch sehr interessant. Ihr merkt schon, wird eine etwas längere Episode. Aber bitte nochmal eine richtig schön dicke Sternstufe. Oh, die ist ja richtig dick. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Quads. Wir sind heute am Start und machen die nächste Episode und zwar die eigentlich vierte und für euch dritte hier auf dem Kanal im FIFA 17 Ultimate Team. Warum? Das erkläre ich euch gleich. Zunächst einmal die heutige Episode noch einen besonderen Stellen. Ich habe meine Foot Champions Rewards erhalten und zwar unter anderem ein 50k-Set und zwei 35k-Set, also Megasets und den besten Spieler daraus, beziehungsweise die zwei besten Spieler, um die werden wir das Team bauen. Wenn euch das heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ist so ein bisschen der klassische Stil. Wir nehmen die Spieler aus den Packs und bauen darum. Gefällt euch ja normalerweise ganz gut. Lasst so 700, 750 Likes, da würde ich mich extrem drüber freuen. Vielleicht packen wir das wieder. Haut einfach den Like raus. Für euch ist es nur ein Klick. Wenn es euch gefällt, es lohnt sich wirklich, weil ihr mich damit glücklich macht. Ihr helft euch weiter, weil ich meine Motivation steigere. Es ist einfach nur geil und dementsprechend macht das einfach mal. Im Hintergrund gerade seht ihr ein Team. Das ist ein 7-Minute-Quad-Slot. Warum ist es da drin? Ganz einfach, ich habe die dritte Episode bereits aufgenommen. Allerdings ist da was Dämliches passiert. Ich habe schon im Vlog gesagt, das ist wirklich total dämlich. Also mir sind in den letzten drei Tagen drei Videos verloren gegangen, einfach weil ich dumm bin. Ich hatte nicht genug Platz auf der Festplatte, weil meine Festplatte ist nicht so groß und ich habe einfach Einstellungen, wo die Datei 10 GB groß wird, wenn ich eine halbe Stunde aufnehme. Naja, und ich habe dann halt die 7-Minute-Quad-Datei runtergepackt auf eine externe Festplatte, den Rest im Ordner gelassen, also Facecam und Audio. Und als ich dann das Ganze schneiden wollte, habe ich die Datei nicht mehr gefunden und dachte mir, was versehentlich gelöscht. Okay, habe ich dann Facecam und Audio gelöscht? Ja. War das ein Fehler? Ja, denn ich hatte die andere Datei ja immer noch. Ich hatte mittlerweile halt von der externen Festplatte wieder runtergezogen, aber halt einen anderen Ordner und das war der Fehler. Dumm, aber passiert und dementsprechend habt ihr dieses Squad nicht gesehen. Christian, Benteke und Piatow waren die beiden Leihspieler, die ich diese Woche in meinem Double Team of the Season, ja, das wäre schön, Team of the Week Lone Set hatte. Und dazu haben wir dann halt ein Team gebaut mit Gunnar Law, mit Konoplyanka und so weiter und so fort. Nur Gunnar Law war überlinkt, ansonsten war das sehr, sehr schön und wir haben das Spiel auch recht souverän gewonnen. Ich glaube mit 4:1. Benteke müsste zwei Tore gemacht haben, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. War ziemlich stark. Ich will den ehrlich gesagt auch ein bisschen weiter noch ausprobieren, eigentlich. Aber ich habe jetzt schon andere Teams gebaut, von daher hat sich das erledigt und nach dem 7-Minute-Squad heute wird sich sowieso erledigt haben. Aber trotzdem sehr bitter. Aber ohne jetzt weiter um den heißen Brei rumzureden, gehen wir einfach in die Packs rein und ich bin sehr gespannt, was wir da ziehen werden. Dazu gab es noch 30k. Ihr habt sie am 24-Stunden-Livestream gesehen. Es ist nicht so 100% das allerbeste gewesen bei Foot Champions, aber es war nicht schlecht. Und jetzt gucken, was hier drin ist. 30 Objekte, 18 seltene. Ich hoffe für einen Spieler von 85 oder mehr in einem dieser drei Sets. Das wäre mir schon genug. Eigentlich wäre mir schon einfach nur ein seltener Spieler genug, aber das werden wir wahrscheinlich sowieso kriegen. Also 83 mindestens, 85 wäre schön, ja. Wir werden einfach sehen. Wir öffnen das erste Set. Ich bin gespannt, was Foot Champions für mich offen hält. Eine dicke, dicke Sternschnuppe. Und es wird Diego Costa. Ein 85er Rating. Im ersten Pack direkt das, was ich gerne wollte. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das doch sehr gut. Herrlich. Zwar kein Walkout, aber dafür trotzdem ein sehr guter Spieler. Definitiv ist sogar einiges wert. Über 50k, das ist mal ordentlich. Dazu noch Serge Aurier, der könnte auch ein Stückchen was wert sein. 83er Rating, das, was ich als zweites wollte. Ja, der geht so für 3, 4k. Olivier De Marcos, der könnte, oder Oliver De Marcos. Okay, der geht für nichts überraschenderweise, Schein wahrscheinlich auch nicht. Aber trotzdem sehr schönes Pack. Ich nehme natürlich alles mit in den Verein. Und dann haben wir noch einen Johan Cabay und einen Wissam Ben Yedder mit dabei. Ey, das wird ja immer besser. Auch der ist noch so 1000 Münzen zumindest wert, was sehr, sehr schön ist definitiv. Und wenn, ups, das wollte ich nicht. Und Ben Yedder könnte auch noch ein bisschen was wert sein, einfach weil der eigentlich ziemlich nice Wert hat, wie jedes Jahr. Ein Piazza wird nichts wert sein, aber Ben Yedder denke ich doch mal schon, oder? Können wir mal nachgucken. Ja, nee, der nicht. Okay, das heißt, den discarde ich einfach mal, um mir den Platz auf der Transferliste zu sparen. Und Piazza, guck, der ist nämlich was wert, warum auch immer. Also, ich meine, er ist non-rare, hat Four-Star-Skills, aber okay, er spielt bei Juve wahrscheinlich deswegen. Aber trotzdem an sich normalerweise kein Spieler, dem man unbedingt zu viel Wert zuschreiben würde. Aber trotzdem sehr schön auf jeden Fall, kann man nicht meckern. Und damit kommen wir zum zweiten Set und hoffen natürlich, dass er genauso gut werden wird. Ich bin gespannt, vielleicht eine richtig dicke Sternschnuppe mal. Oh, die war auch wieder schön dick, das gefällt mir. Linkes Mittelfeld. Oh, Dimitri Payet. Das wird ja immer besser. 86er Rating. Der zweite Spieler, den ich mit dem 86er Rating dieses Jahr ziehe. Und der zweite in diesen 35k, beziehungsweise Revon Schweinsteiger und Renato Sanchez noch dazu. Absolut geiles Pack, weil der ist immer noch fast 20k wert. Warum auch immer. Eigentlich hat er nicht die Werte dafür. Aber richtig genial. Absolut nichts, über was ich mich hier gerade beschweren kann. Das sind richtig geniale Sets auf jeden Fall. Mann, Foot Champions hat sich ja für mich dementsprechend ordentlich gelohnt. Schweinsteiger wird nicht so viel wert sein, aber nichtsdestotrotz immer noch so 3k. Ja, das ist doch ordentlich. Da kann man sich da absolut nicht drüber beschweren. Dazu noch Dimitri Payet. Also ich bin
Ich bin stark begeistert, muss ich sagen, von diesen Packs. Ich habe allerdings keine Ahnung, was Paillet wert sein wird. Normalerweise müsste der nicht so viel wert sein, weil er auch 30k. Absolut geil. Aber den müssen wir natürlich erstmal mitnehmen, weil das ist ja der Spiel, auf dem wir das Team dann bauen. Wow. Also, das ist mal ein Pack-Opening hier. Das ist ja... Ich kriege das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht raus. Das bin ich ja auch überhaupt nicht gewohnt, sowas. Und dazu noch José Gaya, der ist auch nochmal ein bisschen was wert, weil er so schnell ist. Was auch schön ist. Na, okay. Nicht so viel, wie ich gedacht habe, aber 1000 könnte man für den trotzdem noch bekommen. Und wir bleiben ja, oder wir haben ja immer noch, nachdem wir jetzt quasi schon 100k gemacht haben, das seltene Spielerset. Und was da rauskommt, wird das auch sehr interessant. Ihr merkt schon für eine etwas längere Episode. Aber bitte nochmal eine richtig schön dicke Sternschnuppe. Oh, die ist ja richtig dick, eine Informkarte. Und zwar Yannick Ferreira Carrasco. Ey, das ist so herrlich. Das ist absolut geil. Richtig gut. Richtig gut. Hätte ich jetzt niemals mit gerechnet, dass diese Packs wirklich so erfolgreich wären. Und Eriksen noch dazu. Absolut geil. Absolut geil. Eriksen auch nochmal schön 10k wert. Luis Gustavo, Yannick Ferreira Carrasco. Der dürfte... Oh, der ist über 100k wert. Über 200k aus diesen motherfucking Packs. Für Foot Champions, also ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu spielen. Ja, da würde ich sagen, ist klar, um wen wir das Team bauen, ne? Diego Costa und Yannick Ferreira Carrasco. Ich weiß, dann ist der Höchstwert im Paillet nicht dabei, aber ich denke mal, das ist logisch, dass wir so machen werden. Christian Eriksen stellen wir auch gleich rauf. Ey, absolut genial, oder Freunde? Dafür kann man auf jeden Fall mal Likes dalassen, bin ich zumindest der festen Überzeugung. Ich denke mal, das ist definitiv eine Bewerbung dafür, dass man Likes dalassen kann, genau. Balotelli haben wir hier noch dabei, dann haben wir noch Rossi, aber die dürften, denke ich mal, nichts wert sein. Wobei, Balotelli geht tatsächlich noch für einen Tausender oder was? Ja, okay. Balotelli möchte ich auch nicht diskarden, weil der mir einfach zu gut gefällt dieses Jahr. Den sollte eigentlich jeder mal gespielt haben und jeder sollte sich von seiner extremen Stärke überzeugen können. So Moya und Rossi und Almiron können wir diskarden. Und dann hatten wir doch richtig geile Sets, oder nicht? Die werde ich später aussortieren. Jetzt gehen wir erstmal ins 7-Minute-Squad. Oh, wir haben schon einen verkauft. Wer ist es? Kabai, okay. Jetzt gehen wir erstmal in 7-Minute-Squad rein. Die Formation, da werden wir jetzt... ja, lassen wir es beim 4-3-3, oder? Yannick Ferreira Carrasco ist zwar linker Mittelfeldspieler, aber das macht ja nichts. So. Paillet werde ich gleich mal auf den Transfermarkt noch stellen, wenn wir jetzt gerade mal dabei sind. 31k. Das ist absolut genial. Ich freue mich richtig. Ich denke mal, ihr merkt es vielleicht auch ganz... kleines bisschen, weil damit hätte ich halt überhaupt nicht gerechnet, aber gut. Jetzt muss ich mich wieder für Foot Champions qualifizieren, auch wenn ich nicht viel spielen kann, das lohnt sich, ja. So, und dann packen wir hier vorne Diego Costa rein, mit dem ich auch noch nicht gespielt habe, logischerweise, weil mit so hohen Spielern, das ist ja nichts für mich. So, und dann würde ich sagen, können wir auch direkt schon mal anfangen mit dem Countdown. Nach 7 Minuten geht es dann auch mal los mit der Folge, quasi. Ja, okay, war ja 2 Videos in einem effektiv. Einmal Pack Opening und einmal 7-Minute-Squads. Und dann legen wir los in 3, 2, 1 und go. So, bin mal gespannt. An sich natürlich, der eine spielt in der spanischen Liga, der andere spielt in der BPL. Da gibt es Spanier, der eine ist ein Spanier. Das kann man leicht verlinken. Aber wir werden mal sehen. Vielleicht machen wir ja auch irgendwas total Verrücktes mal. Auch wenn ich jetzt mal ganz stark nicht davon ausgehe. Weil ist eigentlich nicht notwendig. Ich hätte gerne, wobei, machen wir was Verrücktes? Oder gehen wir den einfachen Weg und nehmen sowas wie Gabi oder Saúl oder sowas. Ich hätte eigentlich ganz gerne mal Kanté. Die Frage ist nur, ja gut, wir bräuchten jetzt halt einen Franzosen von Atletico und da gibt es nur diesen Innenverteidiger. Das heißt, wir holen jetzt einfach so Kanté, der auch ein bisschen was kostet, definitiv. Den ich aber sowieso für ein Team brauche. Was kostet der? Echt? Oha, das ist auf jeden Fall eine ganze Stange. Bin ich mal gespannt, ob der das wert sein wird. Ich setze einfach Beobachtungsliste. So, Kanté. Und dann machen wir mal weiter. Mit was machen wir weiter? Zentral links. Da brauchen wir jetzt natürlich einfach ein Atletico, beziehungsweise ein Belgier aus der Liga und das gibt es nicht. Hätten mit dem 3-4-1-2 oder 3-4-2-1 oder 3-4-3 Musonda nehmen können, aber das machen wir nicht. Sondern nehmen einfach einen von Atletico Madrid aus dem zentralen Mittelfeld. Wahrscheinlich läuft es jetzt doch auf Saúl Gage oder sowas hier raus. Aber vielleicht auch nicht. Fernandes, Thiago. Doch, Fernandes finde ich eigentlich ganz interessant. Und zwar aus folgendem Grund. Denn mit Fernandes können wir dann einen linken Verteidiger nehmen. Aus der... beziehungsweise allgemein aus Argentinien. Aber ich habe jetzt natürlich vor allem auf die Calcio geschielt, weil es da Ansaldi gibt. Den wohl besten Linksverteidiger aus Argentinien. Garcia könnten wir nehmen, wir können direkt in die Premier League gehen, wir könnten Vagioni nehmen. Von Milan. Und Garcia, es gibt leider Gottes nur
Franzosen mit Bregerie in der Bundesliga. Deswegen nehmen wir dann doch einfach mal Ansaldi. Zack. So, machen weiter in der Innenverteidigung und zwar mit einem Franzosen aus der Serie A. Da gibt es leider nicht mehr so viele. Rami ist sehr langsam geworden, ansonsten noch natürlich Demario oder Horto. Horto sieht an sich besser aus, Demario ist physisch stärker. Wir nehmen Demario. So, gut, dann müssen wir jetzt nur gucken, wie wir weitermachen, weil jetzt habe ich gerade nicht ganz im Kopf, wo wir stehen. Conte hat einen Deadlink, das heißt, er braucht noch ein paar, beziehungsweise braucht noch ein bisschen was. Den rechten Flügel aus Spanien können wir uns mal drum kümmern. Der muss jetzt nicht zwingend aus der Premier League sein, beziehungsweise wir können auch einen Flügel aus der Premier League nehmen, so ist es nicht. Aber das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Wir können theoretisch auch Tejo nehmen, dann haben wir schon mal noch eine andere Liga da drin. Aber wir müssen halt auch auf Conte aufpassen, weil wir brauchen jetzt einen, der im zentralen Mittelfeld einen Franzosen dabei hat. So, und das ist nicht so einfach. Und wir sehen hier auch schon, das ist nicht so die allergrößte Auswahl, die wir haben. Und dementsprechend gehen wir vielleicht dann doch eher darauf, dass wir einen aus der Premier League nehmen. Der eine Nationalität hat, die ein anderer aus Frankreich hat, aus einer anderen Liga quasi. Also zum Beispiel gehen wir jetzt in die... Ne, warte mal, das gibt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. Warte mal. Wir gucken mal rechtes Mittelfeld. Spanien sollte man schon eingeben mit dazu. Spanien. Da gibt es Navas, Iñaki Williams. Ich glaube, aus der Bundesliga gibt es leider keinen. Wir haben Torres. Wir haben Suso. Ja gut, es gibt halt, wie gesagt, den Tejo. Oh, den gibt es anscheinend doch nicht. Was ist mit Tejo los? Ach ne, Tejo spielt bei Florenz, glaube ich, ne? Stimmt. Okay, dann geht das nicht. Dann können wir jetzt noch einmal ganz kurz gucken nach der Bundesliga. Glaube ich aber nicht dran. Und sonst müssen wir halt über die Premier League mit dem Weg gehen. Ne, gibt's nicht. Okay. Das heißt, wir gehen über die Premier League. Und zwar holen wir da einfach irgendeinen rechten Flügelspieler. Falsche Richtung. Wir wollen es ja No Links Wasted haben. Nochmal kurz zur Erklärung für den geneigten Zuschauer. Barrow will ich eigentlich mal ausprobieren. Weiß nicht, ob das Team dafür ideal ist. Oxlade. Gefällt mir schon sehr gut. Lamela ist einer meiner Lieblinge. Wir nehmen Mané, den brauche ich nämlich sowieso noch. Ha, kann ich verbinden, sehr schön. Dann nehmen wir einen zentralen Mittelfeldspieler. Der muss jetzt aber irgendwie einen Link haben. Das heißt, ist eigentlich erstmal egal, weil wir brauchen erstmal die Innenverteidigung. Demario hat noch keinen Deadlink. Das heißt, wir können jetzt einfach einen Franzosen nehmen. Irgendeinen französischen Innenverteidiger. Wahrscheinlich wird er aus der Ligue 1 kommen. Weil es das naheliegendste ist auch. Bully ging ja auch, aber der ist eigentlich ein bisschen zu schwach dafür. Ach, Rami spielt ja gar nicht mehr bei Milan. Fällt mir gerade mal so auf. Der spielt ja mittlerweile bei Sevilla, genauso wie Kolojčičak. Ne? So, bin ja aus der französischen Liga. Wie gesagt, das ist das Einfachste. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Liga. So, und zwar nehmen wir da Young Ambiva. Der ist immer dabei, aber der ist immer cool. Ehemaliger Newcastle-Spieler, ist einfach ein sympathisches Kerlchen. Jetzt brauchen wir noch einen französischen Torwart. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber sollten wir auch finden. Machen wir da. Wir dürfen ja keinen aus der Premier League und keinen aus der Ligue 1 nehmen. Das heißt, normalerweise bleibt nur Boutel. Das ist der Keeper von Brügge, der auch gestern in der Champions League im Einsatz war gegen Porto. Ach ja, wenn du Premier League auch eingibst, ist klar, dass nur Spieler aus der Premier League dazukommen. Vercoutre, der spielt glaube ich zweite Liga mittlerweile, weiß ich aber auch nicht, möchte mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Dusch, Jodrin, Areola, der hat letztes Jahr noch, ja okay, Liga würde auch nicht gehen. Wo haben wir denn den Boutel? Also ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich will ihn ganz gerne hier sehen und nicht direkt den Namen suchen, weil dann komme ich wieder vor wie ein Freak, der die ganze Datenbank auswendig kennt. Ich muss es aber machen, weil sonst geht uns zu viel Zeit verloren. Und da brauchen wir jetzt noch einen Rechtsverteidiger aus der, heißt der nicht Boutel? Natürlich jetzt peinlich, ne? Ich war mir relativ sicher, dass es der Boutel heißt. Aber, okay, wir verlieren so ein bisschen Zeit. Heißt doch, aber nicht mit... Oh, okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt Rechtsverteidiger, und zwar irgendeinen aus der französischen Liga. Beziehungsweise es geht... Nee, es geht nur französische Liga. Schwachsinn, was ich hier schon wieder labere. So, der muss nicht Franzose sein, sondern einfach irgendeine Nationalität haben. Normalerweise, wir können Aurier nehmen eigentlich. Nee.
Pereira. Den finde ich ja ganz ehrlich interessant. Vor allem sein Inform. Zeit ist vorbei. Scheiße. Hier haben wir den Inform schon. Gibt es denn hier keinen, also keinen coolen Spieler so? Thunderville ist, glaube ich, gewechselt, ne? Ich guck mal ganz kurz nach, weil wir brauchen halt einen Link in der Premier League, einen zentralen Mittelfeldspieler. Und da fällt mir jetzt spontan in der Premier League aus Ivory Coast, also von der Elfenbeinküste, nur Touré, und der ist mir einfach zu teuer für das, was er verspricht. Ja, das ist, nee. Gut, dann können wir das schon mal vergessen mit Aurier. Da müssen wir jetzt mal auf den Portugiesen hoffen. Haben wir nicht, passenderweise. Ja gut, was machen wir jetzt, ist die große Frage. Ich baue es einfach fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Wir haben jetzt Raphael genommen, Limmer, Chana mit Snowlings, Wastedes und Fernando im zentralen Mittelfeld, weil ich nie nochmal für einen Mittelfeldspieler 20k ausgeben wollte, den ich eigentlich gar nicht brauche. Sieht sehr gut aus, das Team, finde ich. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Ligen und dazu haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nationen, meine ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, 6 Nationen müssten sein. Also sehr, sehr nice auf jeden Fall. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Ich suche einen Gegner, dann gehen wir ins Spiel. Auf geht's. Der Gegner wurde gefunden und ist das Qualifikationsturnier für die Weekend League. Ich weiß zwar, ich habe zwar niemals im Leben so viel Zeit, da überhaupt so viel zu spielen, aber man kann ja trotzdem einfach mal teilnehmen. Da wäre fast die erste dicke Chance gewesen an Saldi jetzt nochmal. Raus auf Raphael, der auf Kanté, der auf Ansaldi. Schöner Kombinationsfußball, da hätte Fernando mal weiterlaufen sollen, aber Yannick Ferreira Carrasco mit dem Ball in den Rückraum. Da kommt Mané noch ran, aber leider Gottes kein Tor. Diego Costa macht das richtig gut und macht das 1-0. Richtig guter Abschluss, aber kann man ja auch von ihm eigentlich nie anders erwarten. Leider Gott, ich hasse den Kerl, ja. Ich hasse ihn, aber er ist genauso ein Stürmer, wie ich ihn in Ultimate Team mag. Ich habe gedacht, er verkackt ihn, weil der Winkel zu spitz ist, aber wenn du den Fuß so hältst, dann geht er natürlich auch rein. Und das macht einen Weltklasse-Stürmer aus. Oh, langer Ball auf Mané und der hat viel zu viel Platz. Muss er eigentlich machen, wieder spitzer Winkel. Ja, und der ist halt kein Weltklasse-Stürmer und macht es nicht mit dem Außenriss quasi, sondern mit dem Innenriss. Diego Costa, schade. Raus auf Carrasco. Und der ist im 16, aber den kann er nicht machen. Ich habe das Gefühl, das Gameplay hat sich seit dem Update ein bisschen verändert. Ist viel langsamer geworden und ein bisschen beheblicher. Ja, kann mir aber auch nur so vorkommen. Ball nochmal zu einem Rückraum. Da ist Fernando. Fernando, schöner Versuch eigentlich. Fernandes. Ansaldi, Fernandes. Mal der Longshot-Versuch. Wir belagern den 16er, wir kriegen den Ball nicht wirklich ins Tor. Jetzt war wieder interessant, den Ball zum Tor hinziehen. Zum Tor wegziehen klappt bei Ecken nicht. Zum Tor hinziehen aber anscheinend auch nicht, weil er trotzdem weggezogen wird. Ich kann einfach keine Ecken dieses Jahr. Mané, guck mal, wie wir den Strafraum... Okay, jetzt nicht mehr. Aber normalerweise belagern wir hier den Strafraum. Mané setzt sich gegen Oscar durch. Diego Costa geht in die Mitte. Diego Costa mit dem Kopfball. Diego Costa mit dem Tor. Selbstverständlich. Wie gesagt, ich liebe diese großen, halbwegs schnellen, bulligen Stürmer dieses Jahr. Die sind absolut geil. Oh, Fehler von Karius. Da ist Diego Costa und wir kennen ihn bereits und seine Torjägerqualitäten. Er macht seinen Hattrick. Erstes Spiel. Vielleicht verkaufe ich den doch nicht. Aber das war natürlich auch ganz schwach gemacht von Karius. Direkt in den Fuß von Costa und der ist eiskalt. Carrasco mit dem Chip, in der Mitte ist aber niemand da. Ich habe den Gegner eigentlich längst schon am Quitten erwartet. Er war auch schon einmal im Startmenü, hat aber noch nicht das Spiel verlassen. Mal sehen, ob das irgendwann noch kommt. Oh, jetzt aber eventuell nicht mehr, wenn er jetzt hier das Tor macht. Macht er aber nicht. Carrasco und Costa, trotzdem ist das Ding drin. Karius dran, aber den kannst du nicht aufhalten. Ein Spiel, vier Buden, das ist einfach nur genial. Klasse Kopfball und auch wenn er auf dem Mann war, ist er drin. Costa, ich wollte unbedingt das Tor mit ihm machen. Ich hätte auch mit Fernandes abschließen können, aber ist ja keine Frage. Ein Spiel, fünf Tore. Ich will den behalten und ich will die Stats. Und wir haben Feierabend. Ein souveräner 5-0 Sieg. Fünfmal Diego Costa. Absolut geil. Und ich hoffe, so komme ich in die Weekend League. Er holt sie dann selbstverständlich noch den Ball ab. 11 Schüsse, 5 Tore. Und wenn wir uns mal die Statistiken angucken, dann sehen wir auch, dass das eindeutig verdient war. Das Team war absolut sick. Hat richtig Spaß gemacht, damit zu spielen. 23 Schüsse, 17 aufs Tor beim Gegner. 4-4 aufs Tor. Ich weiß nicht, wo er die her hatte. Wenn, dann waren es Longshots eigentlich. Absolut geil. Ich hoffe, euch hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn das der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.